Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA World. So Leute, nach der letzten Niederlage im letzten Let's Play muss jetzt was Zählbares her. Oh, ich habe zwei Spieler verkauft, oder was habe ich hier wegbekommen? Für 750 und für 2000. Ich habe doch gesagt, die Karte ist mehr wert. Nice. 9000 Coins. Und dann schauen wir mal, dass wir die Karten hier auch noch wegbekommen. 4-3-2-1 ist gar keine so schlechte Aufstellung. Ja, lasse ich mal für 6, 12 Stunden, 12, ja, 12 Stunden einfach mal. Ich lasse die jetzt erstmal alle auf 1000. Obwohl, ich habe hier so schlechte Spieler. Egal, ich lasse die alle mal auf 1000. Kostet ja nichts, dieses Reinstellen der Spieler. Und jetzt muss ich aufpassen und nicht zu schnell klicken, sonst ist auf einmal mein Silberspieler ganz schnell weg. Ich glaube 4000 habe ich gesagt, ja. So, und alles andere für 1000. Ich sag ja, hoffentlich habe ich Glück. Und ich bekomme davon wieder ein paar Karten weg. Ich denke mal 1000 ist schon so eine Sache, also ich habe die für 500 mal reingestellt gehabt und da wollte die keiner. Aber vielleicht habe ich ja Glück und irgendjemand sagt sich, okay. So, wenn man eben hier im Schnelldurchlauf. Ich habe noch 4 Karten, sehe ich gerade, nicht zugewiesen. Das sind Vertragskarten, die ich hoffentlich alle... Einen kann ich keinen mehr speichern. Okay. Mal sehen, Mannschaft. So, wie ist denn der Status der Mannschaft? Kann ich damit spielen? Ja, kann ich. Okay. Dann schauen wir uns nochmal eben die Verträge an. Die Verträge sehen sehr gut aus. Ja. Aber ich habe ja gesagt, ich brauche Platz. Und habe echt, ja, noch zu viele Bronzekarten. Davon müssen ein paar weg. Hier, das, diese Karte zum Beispiel. Ach ja, ich habe ja gesagt, ein paar Karten müssen verkauft werden sogar. Genau, hier, ja, jetzt weiß ich wieder, wie es war. Okay, dann gehe ich auf meine Karten unter mein Verein, oder wo war das nochmal? Ich glaube, das war mein Verein und dann hier unten, nee, Inventar und dann hier unten rechts irgendwo. Verbrauchsobjekte suchen, war das das? Ja, das war das. Okay, das war das doch nicht. Aber hier steht 48 insgesamt. Und das waren gerade in meinen Augen mehr als 48. Auf Transferliste, aber es sind doch meine Objekte, okay? Komisch. So. Okay, dann sollte davon nichts mehr weg. Dann kommen jetzt erstmal die Karten in meinen Verein. Und die ich gerade auf die Transferliste gestellt habe, die werde ich mal eben versuchen zu verkaufen. 3 Karten sind das wieder neu. Die müssten ganz am Ende sein. Ja, da sind sie. Ah, hier. Ich weiß nicht, wie viel das weggeht, aber das ist für die ganze Mannschaft, also denke ich mal, ich versuche mal für 2000 einfach wegzubekommen, genauso wie die Fitness für die ganze Mannschaft. 2500 und das ist 4312, ja, einfach mal reinsetzen, vielleicht habe ich ja Glück. Und dann starten wir auch direkt in die Online-Saison. Sechs Partien und ich brauche 10 Punkte. Okay. So, dann geht es gleich wieder los. Ja, als ich das Emblem gesehen habe, dachte ich mir schon irgendwie Chelsea was mäßiges, aber dass er eine komplette Chelsea-Mannschaft hat, also das wundert mich ein bisschen. Diego Costa hat nur 84.
Okay, ich dachte jetzt, er ist ein 87 oder so. Der hat ja wirklich komplett Chelsea. Das ist krass, das ist wirklich krass. Also da hätte ich mir doch eine andere Mannschaft gemacht als nur Chelsea. Da hätte ich mir ein schönes englisches Team gebaut. Aber auch wir wissen nicht vorher, vielleicht ist das ja ein Hardcore Chelsea Fan. Trotzdem auf ein schönes Fußballspiel. Frank Buschmann. So. Sag mir nicht das leckt. Ja. Na, es leckt schon wieder. Ja, es leckt schon wieder super geil. Unser Schiedsrichter in der heutigen Partie heißt. Boah, ist das ekelhaft mit Lex zu zocken. Ja, genau, der Ball war hinten, ja, egal. Und das sieht nach einer guten Torschance. Komm schon. Die verstehen sich blendend. Gut, zum Glück habe ich den Ball. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. So, das Team hat sich ja offensichtlich einiges vorgenommen. Alter, die Lecks sind doch wieder behindert. Ob sie diesem Druck heute standen. Meine Fresse, ey. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Abgefälschter Ball und im Aus. Ja, das gibt. Hätte lieber ein bisschen Geld investiert, um sich ein besseres Internet zu holen. Anstatt hier bei Ultimate Team. Boah, das ist Chelsea zu holen. Egal. Das Spiel muss gewonnen werden. John Terry. Ich möchte. Meine Fresse. Ich möchte nämlich wirklich wieder den Ligatitel gewinnen. Souverän geklärt. Und nicht nur ganz normal aufsteigen. Aber das ist schon wieder zu krass, das Spiel. Mit den Lecks. Oh mein Gott. Oh mein Gott. De Bruyne. Jetzt muss ich hier wieder über meine. Mann, scheiß Taktik kommen, aber bei den Lecks ist was anderes kaum möglich. Ich muss gucken, dass ich Glück habe und irgendwie mit Doppelpässen wieder durchkomme. Denn Passspiele oder Dribblings kann man komplett vergessen. Jetzt müsste er angespielt werden. Jawohl, abgefangen. Und jetzt sieht er ab. Ich sehe nicht mal, ob der den Torwart zu. Ich hoffe, das kommt im Video nicht so krass rüber wie hier im Game. Boah. Aber das ist echt katastrophal. Schießt doch den Ball nicht so weg. Idiot. Sauber geklärt. Ramirez. Seit dem Bau des französischen Nationalstadions Stade de France hat dieser Bau ja ein bisschen an Bedeutung verloren. Trotzdem ist der Prinzenpark ein Stadion mit einer. Ey, das ist einfach katastrophal. Das ist so, als wenn ich mit 5 Frames oder so spielen würde. Ich sehe kaum was. Ja, super. Boah, kackt der Typ sich ein, Alter. Ist das eine kleine, schwule Fotze. Ja, freu dich doch und guck dir dein Tor noch dreimal an. Und das ist mit sehr viel Gefühl, das ist intelligent und spielbar so. Untere Eck geschlitzt. Und dann freut er sich, dass er ein Tor schießt. Super. Ramirez. Die Situation wurde geklärt. Die rechte Seite ist wunderbar bespielbar. Ach, Achtung! Schön. Und der ist allein, das wird ganz gefährlich. Schade. Schön, da ist Tschech halt eine Nummer zu gut für. 85 hat er. Das ist ein bisschen sehr hoch, finde ich persönlich. Tschech ist ein super Torwart, keine Frage. Aber 85? Goldrichtig. De Bruyne. Da ist ein Spieler am Boden. Könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Ja, das könnte was werden. Ah, super. Was für eine Flanke. Was eine Flanke. Komm, gewinn das Kopfballduell. Und De Bruyne? Ja, Mann. Ach, scheiße, hat er noch gehalten. Schade, aber ich werde besser. Ich komme ein bisschen klar auf dieses Lag-Game, aber trotzdem ist das einfach ekelhaft. Boah, das ist einfach. Das ist einfach schlecht, einfach schlimm ist das. Ja, und dann geht der Spieler halt gar nicht. Boah, ist das wieder ein Scheiß, ne? Ja, super. Lächerlich, lächerlich, kann man dazu nur sagen. Und jetzt, der Torwart kommt weit. Ja, das ist lächerlich. Sorry, also. Kriegst du zwei Tore. Einmal, weil es übertrieben leckt.
zweite Tor, weil ich den Spieler gerufen habe und der Spieler einfach zurückgegangen ist bei der Ecke. Das ist aber da scheiße. Boah, ist das erbärmlich gerade. Ja, und dann fällt der Spieler hin. Jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Mein Gott, riecht mich so eine schwüle Scheiße schon wieder auf. Wenn Sie das sicher schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2:0. Boah, das ist einfach nur, das ist wirklich einfach nur schlecht. Das ist einfach nur schlecht. Wie krass das am Leggen ist, ist echt nicht normal. Ich verstehe sowas nicht. Guckt euch mal bitte den Hintergrund an. Alter, das sind Standbilder. Die Pause ist so soll ich spielen. Ist alles in Ordnung. Jetzt bekommen hier wichtige Spiele und ich kann. Und ich kriege verfickte Lags. Und die Situation ist bereinigt. Ich kann doch voll offensive gehen. Das konnte doch nicht gut gehen. Ich gehe schon 2-0 hinten. Dann muss ich jetzt noch 3 Tore schießen. Für jeden Gegenspieler. Pass. Der könnte passen. Boah. Und dann. Ist das eine dreckige Wichse, Alter. Das frühe Stören, es hat sich doch jetzt kein Abseits. Sind sie wieder im Ballbesitz. So, ja. Und wenn ich vom Tor bin, dann macht der Tschecher. Ist natürlich auch noch da. Wie viel Arme hat der Mann? Unüberwindbar, dieser Torhüter. Boah, ist das ekelhaft. Das ekelhaft. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Gute Aktion des Verteidigers, da hat er Übersicht gezeigt. Und jetzt gibt er bestimmt Ecke. Und der Ball rudelt ins Aus. Schließlich sofort auf Eckball. Und der Verteidiger. Deutlich so auf den Punkt bringen. Ich weiß auch nicht, ob er aus diesem Loch, das er sich da gegraben hat, heute noch rauskommt. Der Eckball ist schon schön, aber das Tor hier, das ist noch schön. Eigner. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Didier Drogba ist weg, da kann er nur noch dumm hinterher gucken, der Manndecker. Vom Abwehrspieler ja. Mittelfeld landet der Mann im Tor. Ach ja, ich kriege einen Erfolg, wenn ich ein Eigentor mache. Habe ich gesehen, dann hole ich mir mal irgendwann einen Erfolg. Das ist einfach nur mal geil. Also ich lächerlich. Einfach lächerlich. Ja, genau so wirkt es und das kann noch richtig. Ja, jetzt muss ich den Erfolg kriegen, oder? Mann, jetzt kriegt man den. Oder kriegt den nur, wenn ich einen Verteidiger mache? Ah, ne, hab ich nicht. Den wollte ich unbedingt bekommen. Der ist schon vorbei. Das ist der haushohe Favorit und gleichzeitig Gastgeber. Und der hat die Erwartungen seiner Fans heute erfüllt und dem Herausforderer keine Chance gelassen. Und man muss ganz klar sagen, für die Gäste heißt es diesen Tag auf dem Kalender stehen. Sehr, sehr schönes Spiel wieder. Komm, mach doch, was du willst. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Sauber geklärt. Das ist einfach nur frustrierend, wenn du wegen so einer Scheiße, wegen Lags und wegen so einer Ecke verlierst und dann einfach keine Chance mehr hast, hinterherzukommen. Wer will ihn? Den Ball, da liegt er doch. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher cooler Ball genannt. So, jetzt ist er durch, kann er noch einen machen von mir aus. Gut so. Hat er verdient, ganz ehrlich, hat er verdient. Weil er so gut spielt, weil das einfach ein Meister ist. Das ist einfach ein FIFA-Spieler, der ist unglaublich. Der ist unglaublich. Was würde seine Mannschaft nur ohne ihn machen? Völlig berechtigte Frage. Er ist der Superstar dieses Teams. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann bei dieser komfortablen Führung. Jetzt eine gute Flanke. Ja, er ist einfach zu gut für mich. Ich kann da nichts wirklich machen.
nächstes Mal, dass es klingelt im Kasten. Und auch hier ist es wieder relativ einfach. Diese Führung kannst du fast schon als Torgeste benutzen. Und der Angriff wurde gestoppt. Aigner. Mein Gott, jetzt macht er noch ein Tor und macht fertig, Alter. Dann hast du wenigstens Punkte. Aber wirst du bestimmt, ja, egal. So, 90. Minute. 7-0. Ja, er war einfach viel zu gut für mich. Ich konnte einfach nichts machen gegen ihn. Einfach zu krass gewesen, der Typ. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Nice, schön. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Der Gegner ist so. Und sie treten. Jetzt musst du vorbei sein. Aber es gibt ihn ja auch total einfach. Ah, ich wollte nur aus ins Ausknallen. Ja, gut so. Zur Saisonhalbzeit ein ganz empfindlicher Rückschlag. Tja, man hatte auf eine sorgenfreie Spielzeit gehofft und jetzt. Na, das ist ein schlechtes Spiel. 8-0 verloren. Ach du Scheiße. Was habe ich denn überhaupt dafür bekommen für diesen. 2000 Erfahrungspunkte. Ach so. Ich wollte das einlösen, genau. So. Boah, ich weiß nicht, ob ich mir noch so ein Spiel antun will. Ich habe gerade übelst gar keinen Bock da drauf. Weil das einfach unspielbar war, das Spiel. Was soll ich denn da machen? Von daher, ja, mach fertig, komm. Cooles Trikot, BBVA. Mein Gott, mach doch einfach. Wenn das nicht leckt, kein Problem. Wenn es wieder so katastrophal ist wie gerade, war es das schon wieder. Ach ja. Komplett Barcelona. Ach nee, Negredo ist nicht. Das ist aber nicht schlimm. Da die einzige Chemie, die ein bisschen drunter leidet, die von den beiden Stürmern ist. Aber da er trotzdem auf 100 Chemie kommt, von daher. Das ist nicht wirklich schlimm. Victor Valdes im Tor. Warum? Mag er ihn so sehr, oder? Sie heute herzlich willkommen. Es kommentiert wie immer Manni Beugmann. Bitte lass es nicht lecken. Boah, sieht das gut aus. Boah, sieht das flüssig aus. Endlich mal wieder ein Spiel, was ich spielen kann. Und die Leitung des Spiels übernimmt Sun Quang Chung. Ach, der Sun Quang Chung, der pfeift doch jede Scheiße. Ah, schade. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Ha, ey. Abgefangen. Das ist. Ja, jetzt. Warum leckt das denn jetzt wieder so? Sehr schön, wie er sich freiläuft. Aber man sieht, das läuft bestimmt. Jetzt so frame-technisch unterschieden. Achtung. Ah, schade. Dann war das gerade ein 5 Frame. Ja, und per Second Spiel. Und das ist jetzt gerade 60 wieder. Kann das nichts werden? Ja, musste ich machen. Ich will gewinnen, sorry. Ich mag solche Tore nicht, aber. Selber schuld, wenn du kurz passt. Also, das ist der Bolzen des Spiels bisher. Das gibt's so. Gar nicht. Das ist aber. Ach, scheiße. Das ist aber einfach nur genial. Es läuft so flüssig gerade, ne? Obwohl das auch ein bisschen leckt, aber im Gegensatz zu gerade ist das extrem flüssig. Extrem flüssig. Gerade habe ich auf Windows 95 gespielt mit 200 MHz und 32 MB RAM. Und jetzt spiele ich auf meinem High-End-Rechner hier das Spiel. Situation wurde geklärt. Lauf, ja, schön. Schade. Aber jetzt kann ich sowas machen. Sowas war gerade nicht möglich. Einfach mal so eine Körpertäuschung. Und er hat jetzt hier Verteidiger, die viel besser sind. Als die er gerade hatte. Oh, schade. Komm. Boah, Pfosten! Krass. Schade aber auch. So, jetzt muss ich aufpassen. Schön. Das ist gar kein Problem mehr jetzt. Jetzt startet er durch. Oh, schade. Gute Aktion vom Torwart. Ja. Rechtzeitig rausgekommen. Jetzt hätte echt schon 2-3-0 stehen können, müssen, wie auch immer. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt gleich, den Torwart zu überwinden. Na, immer noch nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass der Walde so gut hält.
Ich kenne ihn eigentlich nicht so als so guten Torwart. Aber Waldes macht jetzt gerade, glaube ich, das Spiel seines Lebens. Schön. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Ah, schade. Mein lieber Mann, das war aber knapp. Sauber geklärt. Wow. Eigner. Jetzt müsste er angespielt werden. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Ach. Nein, war ein schlechter Pass. Wow, ein schlechter Pass von mir. Ja, aber wie gesagt, dieses Spiel, ich weiß nicht, ob das auf dem Video so rüberkommt. Ich guck mir das mal an, sobald es hochgeladen ist. Ach shit, aber dann kann man ja direkt mal sehen, im Vergleich zum letzten Spiel ist das echt einfach nur eine Steigerung um 3000%. Und jetzt versuchen sie, sich freizulaufen. Ach shit. Nice, da ist er drin. Ah, gut, 2-0 kann ich mit leben. 1-0 wäre ein bisschen mager gewesen in der ersten Halbzeit. Was ist das denn jetzt? Bricht der ab oder warum geht's mal länger? Naja, egal. Ah, schade. Ja, Torwart, nimm ihn einfach und das Halbzeit. Lauf doch nicht. Alter! Alter, ist das ein dummer Torwart? Ist das ein dummer Torwart? Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Was ist los? Will das Spiel jetzt wieder den Gegnern ein Tor schenken? So wie gerade wegen der Ecke? Das ist doch nicht normal. Geht doch. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2-2. Zweimal Pabon. Das war einfach nur krass. So, ich hoffe, er drückt sofort weiter. Komm schon. Du hast echt krasse Spieler, du brauchst nicht wechseln. Ernsthaft, jetzt willst du dir jetzt die Aufstellung angucken? Geht doch, Mann. Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang. Ach, schade. Letzter Mann, dann wäre ich vom Tor gewesen. Der steht goldrichtig. De Bruyne. That's too easy. Arr! Fuck! Dani Alves. Schön gespielt, aber er kommt nicht an. Damit was anfangen. Eigner. Ach jo, der hat ja auch noch Neymar. Sie schaffen Anspielstation. Ach du Kacke. Der kommt trotzdem an den Ball. Schade, fast. Fast der Hattrick. Schade. Na, ah, der kommt nicht an. Obwohl er hat. Ah, schade. Ich dachte, der setzt sich durch. Der setzt sich doch durch. De Bruyne. Boah, was für ein Pass. Nein! Wow, warum schießt er denn? Und die Abwehr aufmerksam. Komm, meiner. Boah, geil. Er gewinnt. Der Gips im Kopfballduell. Geht er rein? Boah! Zweites Mal Aluminium in diesem Spiel. Aber Pabon setzt sich auch gegen 7 Leute wieder durch. Schade, zu gönnen wär's ihm. Komm, mach ihn kurz. Ach, fuck. Wär ich mal oben geblieben, aber das weiß man ja vorher nicht so genau. Kein Problem für den Gegenspieler, so ein Geschenk nimmt er gerne an. Ah, kann er. Der kann sogar schießen. Alter, ernsthaft jetzt? Dreimal triff ich Aluminium? Schön gemacht, aber ich dachte, die anderen. Und dann geht Piol weg. Schade. Schade, schade. Und jetzt ist er durch. Achtung, was war der Pfosten? Vierte Mal. Das war ernsthaft jetzt? Ich schieße viermal gegen den Pfosten und gegen die Latte? Eckball. Können die da was draus machen? Ernsthaft jetzt? Komm, bitte lauf nicht wieder zurück, ja, dankeschön. Ach, schade. Er kriegt jetzt als nächster den Ball. Erneut eine Ecke. Guck mal hin. Der Verteidiger blockiert den Ball.
Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. 2-0 ist ein bisschen mager nach den ganzen Pfostenschüssen. Also wenn ich viermal gegen den Pfosten beziehungsweise viermal Latte oder Pfosten schieße, davon hätten zwei schon drin sein müssen. Egal, 2-0 wird auch reichen. Hauptsache ein Sieg in dem Spiel jetzt. Trotzdem ist das natürlich bitter. Das ist einfach. Tja, da scheint keiner vorbei. Ich dachte, der pfeift. Weil das einfach dann wieder kacke ist. Ich würde jetzt gerne nochmal einen hohen Sieg einfahren. Schade. Und dann war Valdes nochmal mit 3-4 Paraden dran. Souverän geklärt. Schön. Das Spiel ohne Ball funktioniert. Das Allerlächerlichste wäre, wenn er auf einmal noch 2 so, Tore hier schießt. Die Abwehr zur Stelle. Dann, dann ist vorbei. De Bruyne. Sehr schön, wie er sich freiläuft. Das sieht da fälscht er den Ball ab. Darf doch nicht wahr sein, Mann. Torwart? Ja, okay. Torwart, Torwart. Alter, dann passt doch zum Torwart, mein Gott. De Bruyne. Komm, Pavon. Lauf. Ernsthaft? Fuck, Alter! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das ist eh die letzte Chance, komm. Ja, jetzt ist vorbei. 2-0 verliert der Typ nur. Das ist doch einfach nur lächerlich. Einfach nur noch lächerlich, egal, Mann. Boah, ist das krass. 12 Schüsse aufs Tor, 17 Schüsse insgesamt. Hier. Das ist einfach nur. Also, das war Frust, glaube ich, wegen dem Spiel gerade. Wegen dem Spiel gerade war das jetzt einmal die Befreiung hier. So. Ein Spiel erlaube ich der Mannschaft noch, dann muss ich mit der anderen leider wieder spielen, weil die dann einfach nur platt sein werden. Ja, das sollte so gehen. Chelsea wieder? Hoffentlich der Typ von gerade. Nein, ist er nicht. Obwohl. Nee, das ist der nicht. Oder ist der das? Hat der die Aufstellung? Warum sollte er die Aufstellung ändern? Ist der nicht. Schade. Wenn er eine bessere Verbindung hätte, wenn er eine bessere Verbindung hätte, würde ich nochmal gegen den Typen von gerade gerne spielen. Hoffentlich ist er das jetzt nicht, wegen der Verbindung. Aber wieso sollte der Typ sich 5 Chelsea-Mannschaften mit 3 verschiedenen Aufstellungen da machen? Das wäre auch Schwachsinn. Bitte lass ihn nicht laggen. Bitte nicht lags. Bitte nicht lags. Boah, lass ihn nicht laggen, ey. Lass ihn nicht laggen. Lass ihn nicht laggen. Komm schon, drück doch mal. Alter, kannst du das mal wegdrücken? Bist du behindert oder was? Spielleiter ist heute Dobroslav Dzmura. Ich glaube das nicht. Der guckt sich die Scheiße jetzt an. Der wird sich diese Scheiße jetzt hier an reinziehen. Der meint das ernst, ne? Boah, endlich. Kommt schon. Ja, okay, sieht gut aus. Ah, es sieht sehr gut aus. Hoffentlich wird's ein tolles Fußballspiel. Keine Lags, okay. Dann wird das echt ein tolles Fußballspiel. Wenn es laggt, dann wird es kein Torverlust. Hopp. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Wieso spielt er denn nicht nach unten weiter? Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Er steht genau richtig, genau egal, Einwurf. Da, wo der Flankenball hinkommt. Den ach, schade. Super gehalten. Das muss man mal klar sagen. Zwei beinahe ebenbürtige Gegner. Das beinahe, okay. Ende hat der Torhüter in dieser Situation für sich. Prima abgewehrt, okay. Der Schlussmann war hoch konzentriert und auf dem Posten. Wieder Ecke. Ja, warum guckt er sich die ganze Scheiße an? Alter, kannst du auch mal den Schritt zur Seite machen? Oder ist da zu viel verlangt? Jawohl, abgefangen. Eigner.
Fester schießen und dann hätte Pamon den Abpraller bekommen. Scheiße, Mann. Okay, danke. De Bruyne. Toni, er das macht und. Okay. Aber er kann den Ball nicht festhalten. Okay. Dann ist das halt so. Ein Versuch der Balleroberung. Ja, wenigstens erstmal weg damit. So, dass der dann nichts machen. Ah, scheiße gespielt. Durch. Extrem schlecht gespielt. Schade. Schade. Oh shit, oh shit, oh shit. Hier bahnt sich vielleicht was an. Na, was ist schnell? Da muss man aufpassen. Das ist es! Nein, das kann er viel besser. Viel besser. Ich hätte den Lever hochklären sollen. Boah, das wäre jetzt glücklich. Und die Abwehr aufmerksam. Okay. Und der muss drin sein! Sofort abgezogen. Nice. Und der ist drin. Da ist die Bude. Geht doch. Ach scheiße, ich wollte es mir angucken, weil er meint ja auch die Videos laufen zu lassen. Und jetzt, Alter. Boah, ist das... Frank Lampard am Ball. Danke. Tom Sagby. John Terry. Schade. Ashley Cole. Cashley Cole. Ach, was mache ich denn da für einen Scheiß? Jetzt muss mein ZDM aushelfen. Ja, komm, gib ihm Freistoß und rot direkt, ne? Nah am Tor, naja. Aus vielversprechender Position. Okay, komm, mach. Das war eine klare Sache. Ja, ist okay, ist okay, ich gib's zu, der ist auf ihn draufgetreten, deswegen gibt's gelb, okay. Okay. Und Freistoß. Okay, schön gemacht, der Freistoß. Der Spieler den Schuss abläuft. Und hat 2-1 gebracht. Sie schaffen Anspielstationen. Ach ja, konnte ich nicht viel machen. Ach, unten sind... Ich Idiot, Alter. Ich hätte auf den... Scheiße. Ich hätte aufs Radar gucken müssen. Da ist ihm der Ball Bob wörtlich vor die Füße gefallen. Komm, bitte. Ach, du Scheiße. War das schlecht. Ja, aber so kannst du das Ding war einfach nur sehr, sehr schlecht. Mega schlecht. Komm, jetzt mach. Schön. Gewinn den gewinnst du. Ja, gut. Eigner. Also ein zweites vor der Halbzeit. Und jetzt wäre noch sie sehr nett. Ha. Shit, Alter. Er hat einfach die Stärke auf seiner. Wow, auf seiner Seite. Ja, ich brauch definitiv die Hilfe. Ja. So leicht. Nicht wenn man so. So schlecht die Pässe spielt. 1-0 ist ein bisschen mager, muss ich sagen. Manchmal weiß man ja schon zu obwohl, ich glaube, ich. Boah, jetzt drückt der wirklich nicht weg. Ich war erst einmal richtig vorm Tor. Ich möchte mal gerne wissen, wie viele Torschüsse ich hatte. Ich glaube, 2-3 Stück. So viele waren das, meine ich gar nicht. Was wir hier in den ersten 45 Minuten gesehen haben, lässt alles offen. Obwohl, er war auch aufs Tor. Wie viele Torschüsse hatte ich denn? Ja, 3 Stück, okay. Es wäre sehr schön, wenn du jetzt einfach weiter drücken würdest, anstatt mich hier aufzuhalten. Ach, ja. Das nächste Tor, das widme ich dir. Okay, das nächste, warte ab. Die Zuschauer sind erwartungsfroh. Das kommt jetzt eh gleich. Halbzeit läuft. Ich habe meist einen guten Start aus der Halbzeit. Ja, okay, und doch, die okay. Situation ist bereinigt. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Schön. Ah, okay, ich dachte, der geht nicht ins Aus. Was? Und jetzt hat er die Chance zu flanken. Oh shit. Lampard, klasse okay. Gehalten und festgehalten. Ach. Ich hoffe, der war nicht im Abseits. Das war extrem dumm von mir. Das war übertrieben abzusehen. Ich habe da jetzt gerade komplett nicht dran gedacht, jawohl, überhaupt abzuspielen. Fangen. Ich dachte mir so, wie so ein Zombie habe ich jetzt gerade gedacht. Ich sag's ja immer, das schön. Spiel ohne Ball ist immens wichtig. Ah, der kommt aber nicht an. Schade.
Fabregas. Da ist Cashley Cole noch da gewesen. Und da bekommt er Unterstützung. Okay, wäre der aus Tor gegangen, denke ich mal, hätte Zapata den abgefangen. Oder dieser Jujubi, Dings, wie auch immer mein zweiter Verteidiger heißt. Ja, genau, ich spiele kurz. Als ob ich damit nicht rechne. Boah, ich gewinne echt die Kopfballduelle gegen die. Das verstehe ich nicht, warum die so kopfballstark sind, meine Mannschaft. Ah, schade. Schade, 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 schade. Schade. Shit. Auf diesen William muss ich aufpassen. Nein, Tom. Alter Torwart. Ich bitte dich, Mann. Wie kannst du festhalten? Jetzt sag mir nicht, die machen jetzt wieder so eine Scheißecke wie vorhin. Und dann steht der De Costa oder wer auch immer frei. Okay, gut. Komm, Salpi. Da vergisst er den Ball mitzunehmen. Er ist auch geil, der Typ. Und dann, da habe ich keine Chance zu schießen, weil er blockiert wurde. Mann, Alter. 79. Minute, Alter. Wenn der jetzt ein Tor schießt, ne, das wäre so übertrieben ärgerlich. Wow. Das geht nicht. Oh, da bahnt sich nochmal was an. Ah, schade. Zu zentral. Hätte er in den Winkel geknallt, wäre er drin, glaube ich. Komm, einmal auf die hohe Variante. Wenn die nicht auf den Torwart geht, ist er drin. Oh, Tschech, Alter. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Ich habe hier meinen fetten Innenverteidiger. Ernsthaft? Mein Spieler? Genau deswegen spiele ich nicht mit Spielern, die unter Dingens haben. Die unter 80, ja, die unter 90 sind meistens. Schön. Foul. Kampf, kein Ball. Gut gemacht. Kollege. Auf den muss ich aufpassen, habe ich schon gesagt. Beide Rangelei um den Ball. Ja, jetzt bloß kein Gegentor kassieren. Schön. Wenigstens 1-0, ganz ehrlich. Sind drei Punkte, die ich brauche. Aber auch verdient, muss man sagen. So, jetzt brauche ich noch vier Punkte. Wohl Effizienz. Sie stehen da hinten rum. Und vier Punkte bräuchte ich noch. Und dann endlich aus dieser Scheißliga rauszukommen. Die hat mir bis jetzt nur Schlechtes gebracht. Hier eine Niederlage 2-0 und dann hier das 8-0. Naja, egal. Scheiß drauf. So Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das erste Spiel war miserabel, aber gehört dazu. Ist Fußball, ne? So ist das nun mal. Mich würde es freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gibt, mich hier unten rechts abonniert, beziehungsweise meinen Kanal abonniert für folgende FIFA World Let's Plays. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.